So, hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich. Das ist Folge 347. Wir haben es wieder mal mitten in der Nacht. Und ich nehme diesmal wieder mit dem 720 auf. Diesmal aber in Zoom 6. Markus, weil du ja mal meintest, ja, wie es wohl klingen wird, Zoom 6 und Geräusche ranholen. Und ich habe mir so gedacht, okay, wenn der Markus das so haben möchte, dann kriegt er das. Dann kriegt der Zoom 6. Ich habe jetzt natürlich nicht so viel Geräusche zu bieten, denn ich bin ja hier in der Wohnung und Fenster aufmachen ist ja auch nicht drin. Sonst sind meine Katzen weg. Die sind ja immer noch am Bauen. Also von daher kann ich euch jetzt keine Straßengeräusche bieten, zumal man jetzt sowieso nicht viel hören würde. Aber wir probieren jetzt mal was aus. Und zwar, ich bringe das Olympus-Gerät in die Küche und gehe dann aufs Klo. So, und ihr könnt mal hören. Also keine Sorge, ihr werdet nicht irgendwelche krassen Geräusche hören, aber ihr könnt ja mal hören, während das Gerät in der Küche steht. Könnt ihr ja mal so drauf achten, was hört ihr so? Ja, vielleicht gibt es ja irgendein Geräusch, wo mich anspricht und sagt, ja, das ist interessant oder sowas. Ne? Also jetzt mal gucken, ich gehe jetzt aufs Klo, wie gesagt, und mal gucken, was Zoom 6 letztendlich einfängt. Weiß nicht, im Herrn mich jetzt umgedreht. Schon mal ein Brötchen essen. Ich habe nämlich Hunger.
Ja, so klingt also Zoom 6. Ja, so ein Windschutz ist nicht schlecht. Wer allerdings etwas weniger Geld für den Windschutz ausgeben will, den Tipp habe ich von David Georgi. Also der hat es damals, wo die den Podcast für den LSP 2 gemacht haben, da hat der David Georgi das erzählt. Es gibt auch die Firma Gutmann. Und die Firma Gutmann macht auch Windschutz, Fellwindschutze. Also, und die sind etwas günstiger. Die sind auch genauso gut eigentlich. Da zahlt man halt ein bisschen weniger. Ja. Ja, für draußen sind die auch optimal. Hier in der Wohnung bringt ja so ein Windschutz letztendlich gar nichts. Und vor allem würden meine Katzen ja damit spielen. Die würden den sofort klauen. Mein Kater hier, ne, Lisa? Weil der ist ja aus Fell. Ja. Ja, kann man mit Zoom 6 und manuell und ganz hoch auch arbeiten. Das stellen wir jetzt mal fest. Mal gucken, wie das klingt wiederum. Ist wieder eine andere Situation. Ja, im Übrigen, Markus, weil du auch sagtest, im Wald und so, ne? Also da kann man bestimmt interessante Aufnahmen machen. Also gerade wenn man in der Natur ist, dieses Ganze, die Blätter rauschen im Wald und so, das ist bestimmt sehr interessant. Ja, sonst. Ich frage mich halt noch immer, was haben die bei dem 720er anders gemacht als beim 770er? Also warum klingt der so? Warum klingt der so gut? Ne? Also das würde ich gerne verstehen. Aber man findet ja auch keine Angaben oder so. Also was jetzt nun an dem wirklich anders ist. Also warum er halt so sauber aufnimmt. Ja, genauso hätte der 770er ja auch klingen können letztendlich, ne? Also weil das ist ja letztendlich wirklich nur eine Software-Sache.
glaube, der 770er konzentriert sich ja wirklich mehr auf diese Sprachprompts, die man halt mehr hat. Ne? Wobei das jetzt natürlich auch nur eine Software-Sache ist. Also rein theoretisch, wenn jetzt jemand programmieren könnte, oder was heißt programmieren könnte, wenn jetzt jemand wüsste, wie man diese speziellen Sachen da einfügt, vielleicht kann man ja wirklich einige Sprachsachen, müssen natürlich Menüs sein, die auch im DM720 verfügbar sind, ne? Aber vielleicht kann man ja gewisse Sachen vom 70er übernehmen. Vielleicht geht das ja sogar, ich weiß es ja nicht. Ich kenne mich ja mit so Technik und Sprachraums und Austauschen und so. Ich meine, ich habe sowas noch nie gemacht in der Hinsicht. Aber letztendlich ist es ja nur eine Software-Sache. Naja. Ja, jetzt hört ihr also so um 6, ne? Jetzt hört ihr, der Kater ist jetzt irgendwo im Zimmer. Ganz gut, wenn er jetzt so ein bisschen aktiv ist, dann kann man ja wirklich mal drauf achten, hört man den Kater da drüben. Ich habe gerade Mieze geknurrt. So, ein Brötchen gegessen. Das bei Zoom 6. Der ist geritten. Machen wir uns mal Kaffee. Müssen haltet noch durch, bis ihr Urlaub habt.
Ihr schafft das. Ihr könnt dann schön mit euren Freunden und Familien, also so fern es halt geht, was Corona halt zulässt, das meine ich jetzt halt, ne? Aber könnt ihr, ich hoffe, dass ihr alle ein schönes Weihnachten habt und reichlich beschenkt werdet. Vor allem aber auch die Geschenke kriegt oder die Geschenke, ja, die halt euch auch seelisch und vom Herzen wichtig sind. Das ist ja auch wichtig. Ja. Ist natürlich jetzt basslastiger, also Zoom, bei Zoom sind ja die Höhen etwas weniger und dafür der Bass mehr, ne, das ist klar. Das ist natürlich für Leute, die jetzt ein super Boxensystem haben, wahrscheinlich extrem basslastig, ne, das ist klar. Also, na dann, Prost Kaffee und auf dem 720, auf die Woche und auf Zoom 6. In alle Playlists packen. Also wie gesagt, auf YouTube findet ihr diese Olympus DM720 Aufnahmen in mehreren Playlists. Ne? Einmal in der Playlist DM720, einmal in Podcast von Sven Heidenreich, das ist klar, und einmal in meine Aufnahmegeräte. Ja, also da, wenn ihr da in den Playlisten seht, Podcast von Sven Heidenreich, Folge so und so, das sind dann halt Aufnahmen mit dem Olympus DM720. Ja. Aber da ich das ja auch immer ansage, ist es natürlich sehr offensichtlich und denke mal, ja, Leute, die das Gerät dann hören wollen und haben echt eine super Auswahl. Nicht inhaltlich, aber ja, aber
doch, sage ich jetzt mal, ihr hört halt wirklich, wie die Geräte klingen. Und vor allem, ihr hört es über einen längeren Zeitraum. Das ist mir einfach wichtig. Also, dass man halt nicht immer nur kurz eine Situation hört oder so, sondern dass man wirklich mehrere Eindrücke auch hat. Und ja. So klingt Zoom 6. Also Zoom 6 sollte man ja nicht gerade nehmen, wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Party hat und Musik läuft im Hintergrund oder so, ne? Also das wäre dann wahrscheinlich sehr basslastig. Aber wenn wir jetzt mal gerade Silvester und ein Feuerwerk ist weiter weg, wobei es darf ja nicht groß geknallt werden, also ich denke mal, viel hören werden wir Silvester sowieso nicht, aber ja, aber gerade auch Geräusche, die wirklich weiter weg sind, die kann man halt wirklich gut mit Zoom 6 einfangen. Ne? Das war ja schon beim 770 so geil, aber es wird hier natürlich noch geiler, weil man hier natürlich das voll hochziehen kann und durch das Manuelle und dann übersteuert es auch nicht. Also das ist ja auch das Verrückte. Ich weiß auch nicht, warum die das... Ja, wie gesagt, ich bin immer noch sehr überwältigt. Und ja, dass ein Gerät, eine Nummer drunter letztendlich so viel besser sein kann, also wirklich das Wahnsinn. Aber wie gesagt, mich würde hier halt auch einfach mal der technische Aspekt interessieren. Also warum klingt das denn so viel besser? Ja, also was haben sie hier anders gemacht? Das würde mich echt mal interessieren. Weil man will es ja auch verstehen. Also ich... Wie kann ein Gerät, das genauso aussieht, ja, und wo die gleichen Mikrofone drin sind, so viel besser klingen? Also das, ich meine, was heißt so viel besser? Es ist ja nicht so, dass da jetzt Welten zwischenliegen oder so, ne? Aber es ist halt so, also man merkt einfach, dass der anders und feiner aufnimmt irgendwie. Ja, und ja, ich würde einfach wirklich gerne wissen, warum. Was ist da passiert? Warum ist das so? Ja. Das interessiert mich einfach. Aber ich denke mal, dass mir das keiner sagen wird. Ja. Olympus wollte es natürlich nicht verraten, ist logisch. Warum sie das so gemacht haben. Außerdem müsste ich ja dann mit dem, nach Japan wahrscheinlich. Ich kann kein Japanisch. Ja. Das wäre doch auch mal geil, wenn man wirklich jemanden, der bei Olympus arbeitet, das hat ja bis jetzt noch keiner irgendwie gemacht. Also ich schaffe es ja auch nicht, weil ich ja keine Beziehung habe, aber das wäre doch mal geil, jemand zu interviewen, der diese Geräte hergestellt hat oder der mitverantwortlich war für diese Geräte. Ich meine, gut, David Gorby hat da mit dem Audio viel immer wieder, aber der hat ja nicht direkt bei Olympus gearbeitet. Er hat zwar mal mit denen kommuniziert. Aber das wäre doch wirklich mal interessant. Jemand, der wirklich in der Entwicklung da zuständig war oder jemand, der das, oder einfach jemand, der das verfolgt hat. Ja, der vielleicht wirklich diese Zusammenhänge kennt und weiß, warum der 720er so klingt und der 770er so. Ne? Das wäre doch mal echt interessant. Also so einen müsste man echt mal in den Podcast kriegen. Aber gut, ich meine, das wäre ja dann in Japan wahrscheinlich. Die stellen es ja her. Und da ich kein Japanisch kann, wird es wahrscheinlich nichts. Und ich komme ja auch an so Leute nicht ran. Das ist ja auch, mein Podcast hat ja auch nicht die Reichweite. Das ist es ja. Das müsste ja einer von den Großen dann machen. Also Stefan Merck, gut. Ob der jetzt an jemanden von Olympus rankommt, weiß ich auch nicht. Aber
zutrauen würde ich dem das. Ja, wenn irgendwann mal ein Podcast kommt, ja, ich sitze hier mit Kashama Shibu oder weiß ich nicht, irgendein japanischer Name. Und der hat früher, oder der arbeitete, der hat früher bei der Abteilung Diktiergeräte für Olympus gearbeitet, war Entwickler. Na gut, ich weiß nicht, ob Stefan Merk Japanisch kann. Ich gehe mal davon aus, nicht. Wäre aber mal lustig. Stefan Merk macht einen japanischen Podcast. Könnt ihr jetzt euch mal durch den Kopf gehen lassen, wie das klingen würde. Ja, Kopfkino, sagt man doch immer. Stefan Merk auf Japanisch. Ja, Stefan Merk und David Georgi unterhalten sich auf Japanisch. Ja, genau. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ich schwöre euch, ihr habt ein Lachflash, garantiert. Stellt euch das einfach mal vor. Die würden den Podcast, den ihr kennt, also den mit dem 770 zum Beispiel, oder den mit dem NSP2, ne, also müsst ihr euch das vor, stellt euch das mal auf Japanisch vor, von den beiden. Das wäre doch mal was. 1 April-Scherz oder so. Ich glaube, da hätten wir alle was. Das wäre lustig, aber das ist natürlich unrealistisch. Aber ja. Aber ich fand einfach diesen Spruch geil, wo er doch den LSP4 und den Zoom da verglichen hat, der Stefan Merk, wo er dann wirklich gesagt hat, was ist denn los bei euch in Japan? Also das fand ich, da hat er richtig gesagt, was er gedacht hat, und das war richtig geil. Sowas finde ich einfach cool, wenn jemand sowas auch ausspricht. Ja, und ich meine, das finde ich an Stefan Merk ja sowieso gut, dass er sagt, was er denkt und nie hintenrum ist, und du hörst immer seine Meinung, wenn man auch die Meinung nicht immer teilt, ist klar, ne? Also jeder hat ja einen anderen, also klar, also wenn die dann über High Audio und so reden oder die mit umwandeln und du brauchst den Wandler und so, also da bin ich dann auch völlig raus, da sage ich dann auch okay, aber trotz alledem ist er einer von den Podcastern, wo ich halt wirklich sage, ja, ein Urgestein. Also wie gesagt, ich bin immer noch dafür, dass er einen Preis oder sowas haben müsste oder so eine Widmung oder so eine Sendung, wo es um ihn geht oder so einfach. Wo er vorgestellt wird so richtig. Das wäre doch geil, so eine Art Porträt. So. Ja, also wirklich so, 2007 hat Stefan Merk begonnen, bla 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 und so. Also das, sowas fände ich echt mal geil. Ey. Ich kann das natürlich alles nicht umsetzen, ich habe die Technik nicht, ja, aber... Und dann so alte Folgen einblenden, ne? Und auch gerade wie mit dem, wo es dann um den DS50 ging, mit Daniel Deister noch und so. Und ja, und dann rüber zum 550, diese ganze Entwicklung einfach. Ne? Ich meine, er hat ja nur die ganzen Geräte vorgestellt, mit David Georgi teilweise. Und deswegen, ja, also ich fände es echt mal gut, wenn man über Stefan Merk wirklich so ein Porträt machen würde. Ja, gut, dazu müsste er natürlich auch zustimmen, das kann man ja nicht einfach machen, ne? Aber... Und es müsste halt jemand auch wirklich können, sowas. Ne? Also, aber ich finde, das hätte er einfach verdient, weil er wirklich seit 2007 diesen ganzen Podcast macht. Und ja, er war ja wirklich einer der Ersten letztendlich, und der sich mit so einem Thema beschäftigt hat. Und ja, ich finde, sowas hat einfach Respekt verdient. Und ja, wenn er nicht wäre, würden wir das doch alle nicht machen letztendlich. Ne? Das darf man ja einfach nicht vergessen. Das sage ich mir halt auch immer wieder. Also immer, wenn ich ein Gerät vorstelle, dann weiß ich halt, okay, ich bin davon begeistert, aber wer hat damit angefangen? Stefan Merk. Ja, durch ihn bin ich aufmerksam auf die Olympus-Geräte geworden. Gut, den Olympus 550, also die erste Aufnahme, das habe ich bei einem Freund mitgekriegt. Das war was anderes. Aber die ganzen Zusammenhänge und was für Geräte letztendlich und... letztendlich dann auch der 770 und so, was alles möglich ist, und LSP2 und so, das durch die Podcasts von Stefan Merk, ja, und deswegen so ein Porträt wäre schon geil, also. Also seit 2007, ja, das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er schon früher irgendwie angefangen hat mit sowas, aber ich meine, man muss ja auch mal bedenken, damals waren ja auch die Situationen waren ja auch eine ganz andere. Ich meine, 2007 war es garantiert noch nicht so einfach, sowas hochzuladen. Ja? Ich meine, wir haben es heute natürlich einfach mit Anchor, ne?
letztendlich. Aber früher war das ja viel komplizierter. Und da wäre ja auch mal interessant, so diese Entwicklung. Wie wurden früher Folgen produziert? Wie macht man es heute? Und ne, heute hat man diese Anchor-App. Ich weiß auch gar nicht, ob Stefan Merk selber über Anchor mal... Ich glaube, der hat noch nie über die Anchor-App geredet. Aber er wird sie da sicherlich auch kennen. Aber der wird sich natürlich auch denken, ja super, heute haben die diese App, damals mussten wir sonst was machen, um das hochzuladen. Ne? Also, ja, ist natürlich immer so eine Sache. Aber ich finde gerade diese Entwicklung interessant. Und da ist er natürlich das beste Beispiel, weil, ja, also bei ihm könnte man das wirklich, ja, wie war es 2007, ne? Und da war ja auch der Podcast selber noch nicht so. Der hatte erst in den letzten Jahren so einen Boom gehabt, ne? Also in den letzten, weiß ich nicht. Ich würde mal behaupten, so 2 Jahren erst, ja. Und eigentlich fing das ja alles mit dem iPod an, ne? Also der iPod und dann, das fing ja auch Podcast, ne? Also, und ja, er hätte wirklich so ein Porträt verdient, finde ich. Ich kann leider nicht produzieren, also ich habe nicht die Möglichkeiten und ich habe auch nicht die Ahnung von sowas, aber also richtig, dass jemand es auch kommentiert, richtig Stefan Merk. Er fing an 2007 seinen Podcast zu machen. Damals hieß es noch Stefans Welt. Und dann so Ausschnitte davon und dann dann natürlich ein Interview, ne, so kurze Interviewpassagen rein, so von wegen, ja, ich habe damals 2007 das gemacht und dann wieder so einen Ausschnitt reingeblendet. Ja, und dann natürlich auch mit der Message so ein bisschen, also halt nicht nur Porträt Stefan Merk, sondern auch halt auch mit der Message, wie war Podcasten früher, ne? Und wie geht es heute? Ne? So, das wäre dann so die, das ist so meine Grundidee eigentlich. Wie gesagt, ich kann es nicht umsetzen, aber vielleicht hört mich ja irgendein Podcaster da draußen und sagt, oh ja, das ist die Idee, das mache ich. Ja. Ich meine, Stefan Merk wird meinen Podcast, gehe ich mal von aus, nicht hören. Das ist ja auch gar nicht sein Format hier, das, für ihn ist es wahrscheinlich ein Witz, was ich hier mache. Aber dass ich so eine Leute halt, ja, ich will jetzt nicht sagen vergötter, das ist so übertrieben, aber das sind halt meine Vorbilder, ne? Stefan Merk, Code Hagen, auch ein ganz großes Vorbild. Also gerade Code ist ein Vorbild für mich, was so dieses, ach, da mache ich halt einen Podcast und ich quatsch einfach und schneide das Husten nicht raus und so. Das ist, also da ist er halt ein Vorbild wirklich für mich. Das hat er mir gezeigt. Und das ist lustig, obwohl man diese Leute persönlich überhaupt nicht kennt, aber man fühlt sich so, als würde man die kennen, weil die einen ja wirklich durch das ganze Podcast-Leben sozusagen geführt haben. Ne? Ja, Kothagen und so. Natürlich auch der Apfelkuchen, ne? Also das war natürlich auch ein Riesen, also wo ich den dann zum ersten Mal gehört habe, dachte ich auch, boah geil, da ist jemand, der die Apple-Produkte so gut beschreibt und dann auch andere Hilfsmittel und ne, also er macht das ja nun auch spitze und das damals mit seinen 16 Jahren, jetzt ist er ja 17, glaube ich, ja, also bald 18 letztendlich. Übrigens, ich glaube, am 26. Dezember ist der Apfelkuchen 2 Jahre alt, Leute. Also da müssen wir auch irgendwas machen irgendwie. Also da habe ich schon überlegt, ich mache da auch eine Sondersendung dann. Ja, ich denke mal, das wird mir irgendwann auch erlauben. Also ich werde ja auch nichts. Also ich werde einfach auch genauso wie er das. Ich werde dann halt auch sagen, 2 Jahre Apfelkuchen und weil das ist schon was Besonderes. Ja, das ist also, dass jemand auch in so jungen Jahren auch einen Podcast machen kann und so mit dem Know-how, sage ich jetzt mal. Ne? Ich meine, und ja, das ist auch ein Grund zu feiern. Ne? Also am 26. Dezember, glaube ich, war das, zweiter Weihnachtstag. Da, ja, mal gucken. Vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir da so einen Audiobeitrag-Marathon machen. Also, dass wir dann irgendwie der Apfelkuchen und dann kommt irgendwie eine Nachricht von ein paar Nachrichten von den Leuten, die ja auch Audiobeiträge machen. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir sowas wie ja, alles Gute für den Apfelkuchen oder so. Auch das wird echt lustig. Ja. Weil. Ja, ich vergesse nie, von wem ich was gelernt habe. Ne? Also das und von wem ich. Mir ist das immer wichtig, dass ich immer weiß, also dass es nicht auf meinen Mist gewachsen ist, sondern dass ich halt Leute hatte, die ich mir angehört habe und gesagt habe, oh ja, cool.
Ja, und so ist ja auch mein Podcast entstanden. Also das war ja auch das, ich habe die Leute gehört, ja, wie Stefan Merck, wie Kurt Hagen, wie König Kurt, wie er mal sagt. gibt es noch mehr, ne? Also auch Blindworld und wie die ganzen Netzwerke heißen da, ne? Also das ist, und habe aber im Hinterkopf natürlich gedacht, okay, du musst irgendwas anders machen als die. Also nicht, um besser zu sein, sondern einfach, um denen auch deren Feld zu lassen. Ja, also das ist mir auch wichtig. Ich meine, wenn ich zum Beispiel einen Olympus vorstelle, dann möchte ich natürlich nicht, dass die Leute irgendwie sagen, ja, ja, so Stefan, hat doch Stefan Merck schon gemacht. Warum macht denn der das jetzt, der Sven? Ne, also es, sondern es muss halt irgendwie auch anders sein. Ne, als, ja, und ich denke mal schon, dass ich es anders mache. Und ne, dass es halt keine Kopie irgendwie ist, sondern dass ich es halt auf meine Art mache und dass ich mich natürlich immer auf diese Leute beziehe. Ne, und dass ich halt immer sage, ja, ich habe das halt gehört bei denen und deshalb mache ich heute das so. Ne, und ja, das ist mir halt persönlich sehr, sehr wichtig. Ja, aber Markus hat ja so ein bisschen von mir abgeguckt. Das ist ein bisschen abgucken, ist immer so negativ besetzt. Ich finde es ja richtig cool, also auch mit diesem Gequatsche, ne, wo du doch mal gesagt hattest, Markus, ja, das ist nämlich auch ein bisschen so Gequatsche. Ne, klar musste ich schmunzeln und ich habe mir dann so gedacht, cool, also dass da ist jemand, der meinen Podcast wirklich verinnerlicht hat und es auf so eine ähnliche Art macht. Aber trotzdem muss ich sagen, du hast deinen eigenen Stil. Also, und das finde ich einfach geil, wenn jemand sowas annimmt und trotzdem aber seinen eigenen Stil und sein eigenes Ding hat. Ja, also das ist wirklich geil. Und ich finde auch, du machst eben deine Beiträge gut. Ramona und macht die Beiträge gut. Maria hat auch schöne Beiträge. Franzi, David natürlich auch. Von David könnte man wieder. Das wäre echt lustig. Weil David hat wirklich auch interessante Aspekte auch. Also bei David könnte mal über sein, wie war es damals in Spanien, sein Praktikum und so. Ne? Also das sind alles auch so Sachen, ne, worüber man berichten könnte. Ne? Natürlich immer mit so ein bisschen Humor. Ich finde es ja auch schade, dass David Losse keinen Podcast hat, aber das, er sagt ja immer, er ist nicht der Typ dazu so. Er schreibt lieber. Ja gut, da wäre ja so ein Blog nicht schlecht, ne? Oder heißt das so? Dieses Blogschreiben, also dieses, ne, da, wo man so schreibt. Ich glaube, das nennt man so. Ja, klar, weil man natürlich lieber schreibt, ist natürlich ein Podcast nicht das Richtige für denjenigen. Ich meine, klar, nicht jeder ist dafür geboren. Ne? Es gibt genug Leute, die einfach sagen, oh nee, so viel habe ich nicht zu erzählen. Und da muss ich wieder an etwas denken, was der Kurt letztens gesagt hat. Das fand ich sehr geil. Das war auch diese Folge mit dem, ich glaube, mit dem visuell und ne, also mit, wo er diese Unterschiede mal aufgedröselt hat, dass es Menschen gibt, die visuell sind, dass es Menschen gibt, die ja mit dem Hören und so und diesen Unterschied. Und das fand ich auch einen sehr interessanten Podcast. Und was ich da sehr interessant von ihm fand, war, wo er halt gesagt hat, naja, jeder hat eigentlich was zu erzählen, weil man erlebt ja immer irgendwas. Ja, und das fand ich auch ganz gut. Also wenn so Leute sagen so, was soll ich denn sagen, bei mir passiert nichts. Ne? Das denke ich ja manchmal auch so. Aber auf der anderen Seite, irgendwas ist ja immer. Ich meine, man lebt ja schließlich. Ne? Und wenn es auch eine Kleinigkeit ist, ja, wenn es auch irgendein, weiß ich nicht, und wenn man halt erzählt, ja, ich habe gerade gefrühstückt. Ne? Gut, es gibt Leute, die sagen, würden sagen, interessiert mich ein Scheißdreck, ob der gefrühstückt hat. Ja, aber auf der anderen Seite, man muss ja auch überlegen, was läuft im Fernsehen, ne? Da läuft ja auch viel so, damals Big Brother und diese ganze Scheiße. Nur das war halt gestellt teilweise. Und das, was hier natürlich von mir zum Beispiel kommt, ne, also wenn ich jetzt so Kaffee trinke und mag es so lächerlich klingen für euch, wie ihr denkt, aber das ist halt wirklich echt. Ne? Und ja, es gibt keiner, der den Podcast so macht. Also bis jetzt nicht. Vielleicht springt ja mal irgendjemand auf diese Schiene auf. Ja. Ich meine, das haben schon mal auch einige Leute irgendwie gegrillt nebenbei und sich ein Steak gemacht. Ich glaube, Kurt Hagen hat mal so ein, wo er irgendwie einen Podcast gemacht hat und nebenbei, ich glaube, er war das,
weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, ob er das war mit dem Steak da. Also auf jeden Fall, ja, als ich ein Steak gegrillt hat, wo die Leute noch gesagt haben, ja, das ist echt entspannt gewesen und ja, so eine Sachen einfach, ne, so aus dem Leben gegriffen. Ja. Und da gibt es übrigens auch einen interessanten Beitrag von Kurt, der mich auch sehr inspiriert hat. Ja, ist ja gut, Mia. Und zwar, da ging es um Fleischschneiden. Also speziell Steak. Ja. Und da hat er das mal so richtig auch auseinandergenommen und hat gesagt, naja, er will eigentlich nicht, dass man ihm das Steak schneidet oder dass irgendwie das Steak klein geschnitten wird, weil er möchte das Steak halt auch richtig genießen. Ne? Also, dass es auch heiß bleibt und, ne? Und das fand ich auch mal interessant, mal so aus so einer Sicht. Ja. Und ja, so eine Sachen halt. Also das sind einfach so Sachen, ja, das sind so Podcasts, die mich einfach dazu gebracht haben zu sagen, so, okay, ja, genau, ich muss aus meinem Leben berichten, auch wenn es nicht so interessant ist. Ne? Aber genau das ist ja auch das. Ne? Oder auch den Leuten mal zeigen, hier, guck mal, so lebe ich und ich möchte das und das eigentlich verändern oder ich möchte das und das eigentlich und möchte das rüberbringen. Ne? Genau wie mit der Freundin, dass ich halt auch sage, was stelle ich mir vor, und das einfach mal zum Ausdruck bringe. Ne? Also nicht immer dieses, ich will eine Frau, sondern auch sagen, was macht mich an? Wie stelle ich mir das Leben mit einer Frau vor? Wie müsste sie sein? Oder wie wünscht man sich? Ne? Ich sehe es ja immer als Wunsch. Das ist ja nicht so dieses, die Frau muss, also Ansprüche oder so, sondern es sind ja einfach Wünsche. Und das einfach auch mal auszusprechen, ja, finde ich auch sehr wichtig. Also das hat mir einfach auch sehr viel Kraft gegeben. Und ja, wenn ich dann wirklich irgendwann mal eine Freundin habe und mit ihr dann zusammen hier sitze und Podcasts aufnehme, ja, mal gucken. Also das wäre wirklich cool. Ja, also, ja, mein Kater ist wieder. Na, Blackie, was ist los? Joa, mein Dicker. Fährt man einen Schluck trinken, währenddessen kann ja mein Computer hochfahren. Ja, das ist alles sehr interessant. Ich schieb den Stuhl heute noch. Ja, das sind halt meine großen Vorbilder und ja. Liegt natürlich ja die Mieze-Katze hier. Wie eine Tote. Ja, Mieze. Mach mal Arsch hoch. Die pennt. Mieze pennt. Naja, soll sie doch. Na gut. Och, ich mach's mal doch mit dem. Ich werde mal lieber den Kameraadapter nehmen. Obwohl, nee, mein Handy muss ja laden. Also doch lieber den PC. Ach, Mann. Warum kann man nicht mit dem Gerät selber, mit dem Olympus, die Sachen irgendwie zur Dropbox schicken oder so? Kabellos. Das wäre echt cool. Aber immer dieses Einsatz von anderen Geräten, das nervt mich. Das war früher im Kassettenalltag viel geiler. Du hast eine Kassette aufgenommen, konntest diese Kassette überall reinschieben und fertig. Naja, gut. Aber die Zeiten sind ja nochmal vorbei. Die Zeiten gibt es ja nicht mehr. Wir müssen jetzt also mit einigen umgehen. Aber es ist halt. Aber gut, so ist es. Ich meine, früher brauchtest du nicht einen Computer anzumachen. Und ja, da hast du die Aufnahme aufgenommen auf Kassette. Und dann hast du die halt. Hey, guck mal, ich habe was aufgenommen. Kassette drin. Im anderen Tape. Und dann hast du die halt abgespielt, ne? Und ja, heute muss man sowas erst überall reinziehen und rüberziehen und ja. Ja. So, jetzt haben wir's. So, meine Box, die muss man ausschalten, jetzt wieder eingeschaltet wegen dem Bluetooth.
Rechner muss ich erst wieder einfuchsen. Natürlich ein bisschen, ist klar. Naja gut, Dropbox kann ja noch ein bisschen aktualisieren, ein bisschen quatschen mit Zoom 6. Ja, ich werde dann ein Schlückchen trinken. Ich habe hier noch eine Flasche Wasser. Ich jetzt mal den Podcast, das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 347, aufgenommen mit dem Olympus DM 720 in Zoom 6. Manuell ganz hoch, ja, manuell ganz hoch, 320, alle Mikrofone sind an. Ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao, bis dann.